In Deutschland wird im Minutentakt eingebrochen. Ich bin Susan Kovac. Auch ich habe Angst vor Einbrechern. Denn auch in meinem Freundeskreis haben sie schon zugeschlagen. Keine Wohnung ist mehr sicher, ob auf dem Land oder in der Stadt. Und die Polizei? In vielen Großstädten wird die Sonderkommission zur Normalität. Die Versicherungen müssen Rekordsummen auszahlen. Bundesweit 530 Millionen Euro im Jahr. Zu jeder Tageszeit kann es einen treffen. Ich schlief hier in meinem Bett und hörte dann plötzlich dieses typische Geräusch, eine Tür zu öffnen. Quer durch den Norden verfolge ich die Spur der Einbrecher, treffe auf Opfer und Ermittler. Schlecht einsehbar, Idealbedingungen für einen Einbrecher. Scheibe eingeschlagen, eben abwarten, ob jemand reagiert und dann rein. Einbrecheralarm im Norden. Wie machtlos sind wir? Bremerhaven, eine bedeutende Hafenstadt. Und doch gibt es hier einen der wohl ärmsten Stadtteile in Deutschland. Lehe. 697 Einbrüche auf 100.000 Einwohner. In keiner anderen Stadt sind so viele Menschen von Einbrüchen betroffen. Ich will heute einen Ermittler begleiten, um besser zu verstehen, warum es in Bremerhaven fast so viele Einbrüche gibt wie in der Millionenstadt München. In Bremerhaven reduziert zu werden auf Einbrecherhauptstadt Deutschlands, lebt es sich natürlich nicht sehr schön. Nicht nur, dass es ein nicht unbedingt schöner Titel ist, sondern es ist auch etwas, was an der Ehre eines jeden Polizeibeamten, einer jeden Polizeibeamtin kratzt. Nicht weit entfernt von Lehe liegt der Stadtteil Geestemünde. Eine bessere Gegend. Doch auch hier muss die Polizistenehre dringend wiederhergestellt werden. Dieses Haus ist das Heim von Kerstin und Andreas Bösch. Haben Sie eine Ahnung, warum es ausgerechnet Sie getroffen hat? Also ich denke mal, das Haus sieht so aus, als wenn es hier was zu holen geben würde. Und in dieser Gegend wird relativ viel eingebrochen. Und ich denke, dass man da auf unser Haus gekommen ist. Und es ist schwer einsehbar von der Rückseite, sodass die Diebe relativ ungestört an unserer Rückfront arbeiten konnten. Es war der 16. Mai, als die Einbrecher das Haus der Familie Bösch ins Visier nahmen. Bei Kerstin Bösch sitzt der Schock heute noch tief. Also war wirklich, als wenn man wie so einen Hammerschlag, ne? Es war ein ganz komisches Gefühl, wo ich gesagt habe, die wissen jetzt, wie es bei uns hier drin aussieht. Ne? Sie waren ja in sämtlichen Räumlichkeiten und man denkt dann, der weiß jetzt, wie du wohnst, was du hier für Zimmer hast oder wie das eingerichtet ist. Es ist schon schaurig. Also hier sind Sie reingekommen? Ja, genau. Und zwar haben Sie hier unten mit, weiß ich nun nicht, ob es ein Kuhfuß war oder so, mit Brachialgewalt unten das ganze Blech aufgebrochen und dann hier oben nochmal. Und da werden sie wohl den Zug genutzt haben, der vorbeigefahren ist. Und das Geräusch? Das Geräusch, ja, weil wir ja nun auch Nachbarn haben und so. Und weil es ist ja schon laut, wenn man eine Tür aufbricht. Ja, ja. Also es wird auch wohl lange gedauert haben, bis sie die aufgebrochen haben. Ne? Das sind Sicherheitstüren, aber trotzdem haben sie es letztendlich geschafft und sind dann in das Zimmer rein. Mhm. Und das war das Zimmer unseres Sohnes. Und da haben sie dann die ganzen Sachen von ihm aus den Regalen rausgerissen und hier unten bei dem Bett die Matratzen alles runter, weil sie eben halt schauen wollten, ob unter den Matratzen irgendwas Geld hätte liegen können. Ne? War das Ihr erster Einbruch? Ja, wir haben uns in einem Kurzurlaub befunden, nur unser Sohn war hier und der hatte dann sofort die Polizei gerufen. Ja, und Sie dann ja wahrscheinlich auch bald angerufen. Ja, was war genau. Das für ein Gefühl für Sie? Ja, habe ich erstmal geheult. Und mein Mann lag neben mir und sagte, was passiert? Dann habe ich gesagt, bei uns ist eingebrochen worden zu Hause und das Auto ist weg. Der weiße Kombi ist ihr neuer. Dass sie jetzt den Wagen einfach mitgenommen haben, also das konnten wir gar nicht glauben. Ich meine, gut, der Schlüssel lag nun zu Hause, aber da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Dass einfach aus dem Korb der Schlüssel genommen wird und dann der Wagen mitgenommen wird.
Waren Sie da auch ein bisschen blöd, dass Sie einfach den Schlüssel da vorne am liegen lassen? Ja, aber das, da haben wir uns ja auch gar keine Gedanken drum gemacht. Wir haben so einen kleinen Korb und da kommen alle Schlüssel rein. Alle. Und ja, bis dann praktisch ein Einbruch passiert. Und dann weiß man das eben besser, dass man das nicht machen sollte. Ne? Weil Familie Bösch nicht zu Hause war, hatten die Einbrecher leichtes Spiel. Und konnten sich sogar Zeit lassen auf der Suche nach Schmuck und Bargeld. Wurde alles so herausgerissen. Vorher natürlich geschaut, ob immer dazwischen was ist. Also hier haben sie im Grunde genommen alle Schubladen aufgerissen. Mhm. Und dann haben sie das alles hochgenommen und auch rausgerissen und durchgewühlt. Haben Sie die dann erstmal alle gewaschen? Oder wie geht man damit um, dass jemand Fremdes all diese Dinge angefasst hat? Ja, also wir haben alles abgezogen, Bettwäsche und die Sachen, die alle draußen waren und so, haben wir nach und nach über Tage hinweg gewaschen. Also das war eigentlich das Schlimmste. Jemand anders hat das angefasst, der gehört nicht zu deiner Familie und Wie war das für Sie nach diesem Eingriff? Es war so, dass ich manchmal gar nicht hier unten gesessen habe, sondern dann oben im Bett lag und dann Fernsehen geguckt habe. Und die Türen waren abgeschlossen. Wohnungseinbruchsopfer leiden nicht so sehr unter dem materiellen Schaden. Hier ist oft eine Versicherung gegeben, die zum Einsatz kommt, sondern eher unter den psychischen Folgen, das Eindringen in den privaten Wohnraum. Und das zeigt sich dann in Schlafstörungen, Angstzuständen, Unsicherheitsgefühle in der gewohnten Umgebung bis hin zum Umzugsverhalten. In Deutschland sind 10% der Einbruchsopfer nach der Tat umgezogen. Und weitere 14,9 wären es gerne. Die Böschs sind geblieben. Gerade erst waren sie in das neue Haus eingezogen. Hier vorne hatte ich natürlich meine schon die Schmuckschatullen. Israelischen Schmuck hatte ich, das ist so sogenannter Modeschmuck, aber der auch sehr teuer ist. Mhm. Und die hatte ich natürlich in den Kartons drin gehabt und den haben sie alles mitgenommen. Es waren auch so Schmuckstücke natürlich. Von meiner Großmutter her noch ein Teil und und das ist jetzt weg und das bekomme ich natürlich nicht wieder. Der Wert im Grunde genommen, also dass es so viele Jahre alt ist und eben halt auch meine Großmutter getragen hat. Und es ist weg. Ihr Schaden allein beim Schmuck 3.000 Euro. Und die Böschs hatten dafür keine Rechnung. Die Versicherung hat nur gezahlt, weil sie anhand von Fotos beweisen konnten, dass der Schmuck vorhanden war. Wenn ich keine Inventarliste habe, muss ich sie im Nachgang erstellen und sie möglichst, so gut es geht, aufbereiten. Das heißt, wann angeschafft, zu was für einem Wert, wie sah das Schmuckstück aus. Vielleicht auch mit Hilfe eines Juweliers dann im Nachgang versuchen, den Wert zu ermitteln. Umso besser ich es dokumentieren kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, den vollen Schaden ersetzt zu bekommen. 530 Millionen Euro mussten die Versicherungen im Jahr 2015 an Einbruchsopfer zahlen. Rekord. Wer aber sind die Einbrecher? Und welche Tätergruppen gibt es? In Bremerhaven spielen sogenannte reisende Täter kaum eine Rolle. Die meisten Einbrecher, die hier zuschlagen, wohnen auch hier. Mehr als die Hälfte der Täter ist zwischen 18 und 35 Jahre alt und geht keiner geregelten Arbeit nach. Das Thema Beschaffungskriminalität spielt in Bremerhaven definitiv eine Rolle. Wir stellen fest, bei den Tätern, die wir einer Tat zuordnen können, wobei man da vorsichtiger sein muss, wir sprechen hier über eine Aufklärungsquote von 15%. Das heißt, nur bei 15% der Taten wissen wir wirklich, wer der Täter ist. Bei diesen 15% Aufklärungsquote und den dahinter sich verbergenden Tätern ist es so, dass nahezu 30% einen Suchthintergrund haben. Und wenn man mal weiß, diese Süchte, und da sprechen wir nicht nur über Drogensüchte, da geht es zum Beispiel auch um Spielsüchte, da steht ein finanzieller Bedarf dahinter. Und natürlich muss man da auch immer von Beschaffungskriminalität sprechen. Ich bin auf dem Weg zu Adik Dase. Er ist Ermittler im Bereich Jugendkriminalität und Einbruch. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Herr Dase, was steht heute an? Ja, ich habe hier noch mehrere Einbruchdiebstähle, zu denen ich unbedingt noch mal rausfahren und mir den Tatort angucken muss.
Der erste, das ist ein versuchter Einbruchdiebstahl. Das heißt, sie sind gar nicht in die Wohnung hineingekommen, haben es aber versucht. Man kann an der Wohnungstür noch Hebelmarken sehen. Da will ich mit den Nachbarn sprechen, ob die mir Hinweise geben können. Fall 1. Der zweite ist ein bisschen komplizierter. Da sind die oder der Täter ins Objekt gekommen. Haben die Scheibe eingeschlagen, ne? Genau, die Scheibe eingeschlagen und das Fenster entriegelt, eingestiegen. Man hat in Tatortnähe zwei Personen festgestellt. Die wurden auch mit zur Wache genommen und durchsucht. Und bei einem der Täter hat man eine Uhr aufgefunden. Obwohl sie nicht unbedingt als Spurenträger vielleicht in Frage kommt, trotzdem mit Handschuhen anfassen. Diese Uhr konnten wir bei einem der beiden Täter sicherstellen und wir glauben, dass diese Uhr aus diesem Objekt kommt. Und es ist noch nicht ganz klar, ob diese Uhr wirklich aus dieser Wohnung von diesem Diebstahl stammt. Es geht zuerst nach Lehe. Allein in der Goethestraße ist in nur einem Jahr 57 Mal eingebrochen worden. Und oft, so erzählt mir der Ermittler, kennen sich Täter und Opfer sogar. 42,6% haben einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Zeugen findet der Kripo-Beamte hier nur schwer. Die Chance, dass wir jemanden treffen, der etwas beobachtet hat, ist doch heute minimal. 8 Mietparteien, 7 davon sind bewohnt. Jetzt möchte ich mal die Nachbarn fragen, ob die irgendetwas davon mitbekommen haben. Das heißt, sie klingeln jetzt im Grunde einfach hier durch und schauen, wer da ist? Genau. Hallo. Moin, hallo. Ich bin vom Polizeirevier Lehe. Mein Name ist Dase. Und ich bearbeite einen Einbruchdiebstahl, der hier in der vorvergangenen Woche passiert ist. War meine Wohnung, ja? Ihre Wohnung ist das sogar? Ja. Okay. Meine und die vom Nachbarn. Woran haben Sie es gesehen? Das versucht du meine Nachbarin hat mich angerufen und gesagt, deine Tür sieht ganz komisch aus. Und bin ich hergefahren, habe geguckt. Man hat gesehen, dass versucht wurde, sie aufzuhebeln. Es war abgeschlossen, deswegen sind sie auch nicht reingekommen. Gut. Und die Nachbarin guckt da gerade raus, ne? Die hat mit ihm gesprochen? Hallo. Das ist meine Frau, das ist nicht meine Nachbarin. Okay. Hallo. Moin, hallo. Hallo. Entschuldigung, mein Name ist Dase, ich bin vom Polizeirevier Lehe. Es geht um einen Einbruch, den ich hier bearbeite. Kein Deutsch. Wenig Deutsch. Durch Kinder Said, ich habe durch Simper. Ja? Ja, Schule. Dann gehen wir nach oben. Okay, danke schön. Es ist leider so, dass in der Mehrzahl aller Fälle die Nachbarn keine Hinweise geben können, weil sie es nicht mitbekommen haben. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen wir es trotzdem versuchen. Weil es kann ja mal sein, dass wir dann einmal den Nachbarn erwischen und sagt, doch, ich habe da was gesehen, ich habe jemanden gesehen, der war in der Uhrzeit hier und ich kann ihn auch beschreiben, möglicherweise sogar wiedererkennen, das wäre natürlich dann ein guter Hinweis. Zuerst wollen wir uns einmal die Tür anschauen, an der mit einem Schraubenzieher versucht wurde einzubrechen. Einfache Schraubenzieher sind das allerliebste Werkzeug der Einbrecher. Wie war das für Sie, als Sie das gehört haben? Man hat halt Angst, wenn man die Wohnung verlässt für längere Zeit, dass doch irgendwas passiert. Das ist ein mulmiges Gefühl, man versucht das irgendwo nach hinten zu drängen. Mhm. Wer hat was gesehen? Wir versuchen es eine Treppe tiefer. Moin, hallo. Machen Sie keine Sorgen, nichts passiert. Ich bin vom Polizeirevier Lehe und hätte Sie ganz gerne mal was gefragt. Ja. Bei Ihren Nachbarn oben ist eingebrochen oder ist versucht worden einzubauen. Nicht? Sie wohnen hier gar nicht? Nein. Okay. Ich auch nicht. Sie auch nicht? Sie wollen, sind nur zu Besuch hier? Genau. Okay. Eine Klinge gibt's ja nicht, leider. Rein? Jupp. Hallo. Hallo, kommen Sie gern durch. Wir wohnen gerade da. Ach so. Das trifft sich wunderbar. Ja. Ich bin vom Polizeirevier Lehe. Das ist mein Name. Ja. Und ich bearbeite einen versuchten Einbruchdiebstahl bei Ihren Nachbarn vor ein paar Tagen. Ja, wir haben das entdeckt. Sie haben das entdeckt und dann der Polizei gemeldet? Ja, aber mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Von keinem Täter, keine verdächtige Person hier? Nur, dass mitten in der Nacht hier welche im Treppenhaus saßen am Rauchen. Ich suche jetzt eigentlich jemanden, der möglicherweise Hinweise geben kann auf Tatverdächtige. Ich kann Ihnen nicht bestücklichen Namen sagen. Timo. Im Ernst, den kenne ich. Ja, das ist der. Von wem wurde er denn gesehen? Mein Lieblingsgefährten. Da muss ich mit dem noch mal sprechen gleich. Da komme ich ja nicht drum rum. Wir müssen den klopfen, der ist drin. Ja, ich habe schon mal geklopft, Robert. Ja, der macht die Tür nicht auf. Nicht gerne, ne? Nee, weil hier im Haus Sachen um sich gehen, was nicht mehr witzig ist. Ja, moin. Moin. Kommst du mal eben? Das ist die Polizei, die möchte mit dir sprechen, weil du doch die Timo hier im Treppenhaus die Nacht gesehen hast, nachdem du oben eingebrochen wurde. Ja, dann saß er auf der Treppe mit einem seiner Freunde wohl am Drunken, so wie es hier aussah und gerochen hat. Hier auf der Treppe? Genau.
Aber was genau geredet wurde, habe ich nicht gesehen. Aber Sie haben ihn hier gesehen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, ich hatte die Tür zugehabt. Woher wissen Sie, dass er das war? Türspion. Okay. Ich kann ihn erkennen, weil er hier vor der Tür hin und her gelaufen ist, ständig. Ich frage nochmal, also Sie haben tatsächlich mitgekriegt, dass da jemand saß? Ja. Also ich konnte ihn auch sehen, weil er immer wieder hin und her gelaufen ist, hier über den Flur. Und ich habe es gehört, weil mein Zimmer genau hier neben ist, konnte ich alles hören. Hat man nämlich auch ein bisschen Angst, wenn hier Menschen vor der Tür rumnehmen? Doch, das auf jeden Fall. Deswegen Türspion. Wir haben auch Alarmanlagen in der Wohnung an den Fenstern, dass da nichts passieren kann. Haben Sie auch Angst, dass bei Ihnen eingebrochen wird? Ja, Erdgeschoss. Ich würde ganz gerne mit Ihnen einen Vernehmungstermin absprechen. Muss ich. Dann müssen wir uns darüber unterhalten. Nächste Woche Dienstag um 10:30. Das ist okay. Ja? Ja. Okay, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So erfolgreich ist Ermittler Dase selten. Ein Zeuge hat einen möglichen Täter erkannt. Ein Anfang, einen eigentlich aussichtslosen Fall vielleicht doch noch aufzuklären. Der Polizist weiß, in der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen kräftig. Die meisten Einbrüche gibt es erfahrungsgemäß im Dezember. Im vergangenen Jahr wurde 32.537 Mal im Norden eingebrochen. Und so verteilen sich die Taten auf die Bundesländer. Mit der Zeitumstellung am 30. Oktober hat auch in der Hansestadt Hamburg die Hochsaison der reisenden Täter begonnen. Die Hauptkundschaft für die Frauen und Männer der Soko Kassel. Das heißt, die Täter haben sich die Leiter dann von da, man sieht das auch, vom Nachbargrundstück genommen. Der Geschädigte selbst hat oben geschlafen mit seinem Hund. Seine Frau musste unten schlafen auf dem Sofa, warum auch immer. Und die Täter sind dann wohl rein, aber die sind direkt in so ein kleines Büro. Jeden Morgen trifft sich hier die Soko, um die aktuelle Lage zu erörtern und den nächsten Schlag gegen die organisierten Banden zu planen. Das Besondere der Soko Kassel ist die Zusammensetzung der Mitarbeiter. Man hat aus verschiedenen Bereichen die Mitarbeiter so zusammengestellt, dass wir im Grunde, ohne dass wir Schnittstellenprobleme haben, effizient zusammenarbeiten können. Das heißt also, wir haben Ermittler, wir haben Auswärter, wir haben operative Kräfte. Und wir haben vor allen Dingen operative Kräfte, die hier täglich stattfinden. Das heißt, die mit uns, mit unseren Erkenntnissen, unseren Erfahrungen auch mitwachsen. Weil Einbrecher zu observieren, das ist nicht leicht. Im Jahr 2014 konnten in Hamburg nur 8,3% aller Fälle aufgeklärt werden. Deshalb wurde 2015 die Soko Kassel gegründet. Mehr als 100 Beamte wurden hier zu einer in Norddeutschland einzigartigen Sonderkommission zusammengezogen. Durch Straßen- und Wegekontrollen, gezielte Razzien, personalintensive Observation und Fahndung liegt die Aufklärungsquote der Soko Kassel nach eigenen Angaben inzwischen bei 60%. Ein Riesenerfolg. Und doch werden weiter Täter nach Hamburg kommen, um einzubrechen, erzählt mir Kalle Schlobohm, der Chefermittler. Das ist eigentlich ein buntes Völkergemisch, das hier als reisende Täter festgestellt wird. Zum Teil aus Übersee, nämlich aus Chile ganz speziell. Ein Teil kommt aus Osteuropa. Und ein großer Teil, eigentlich der größte derzeit, aus dem Bereich Balkan, aus allen in Frage kommenden Balkanstaaten. Einbruchserien reisender Täter gibt es in Hamburg ständig. Und in 20% der Fälle sind die Bewohner zu Hause, wenn der Einbrecher kommt. Dabei nehmen die Täter in Kauf, entdeckt zu werden. Eine solche Serie begann am 5. Juli 2016 in Hamburg-Lockstedt. Einer der hier ansässigen Bewohner hat festgestellt, bei ihm ist eingebrochen worden. Ein Streifenwagen hat den Tatort aufgesucht und hat natürlich dann auch in den oder an die Nachbarhäuser geschaut, dann festzustellen, oh, da gibt es auch Einbruchsspuren. Wir haben in der ersten Nacht 5 Tatorte, Einbruchstatorte gehabt, unmittelbar nebeneinander liegende Häuser. Eines dieser Häuser wurde durch Überwachungskameras geschützt. Und so wussten Anja und Karim H. schon bald, dass der Einbrecher auch in ihre Wohnstube wollte. Da ist er wieder einmal ums Haus rumgegangen, hier rüber. Dann wieder hinten am Haus vorbei. Dass hier jemand rein wollte, haben wir daran gemerkt, dass unsere Nachbarin uns angerufen hat
und gesagt hat, sie hätte bei sich einen gesehen und wir sollten noch mal schauen, ob bei uns auch irgendwas Auffälliges war. Und haben dann auf die Kamera geschaut und dann haben wir den Kerl gesehen. Also wie er auch hier hoch wollte und konnten auch anhand dessen nachvollziehen, wie groß er in etwa war, wo er wohl lang gegangen ist. Die Zeit stand drauf, alles. Also das war schon ja, ganz eindeutig. Vielleicht hat ihn letztlich nur der Hund der Familie abgeschreckt. Die Soko handelte sofort. Wir haben natürlich daraufhin Observationsmaßnahmen eingeleitet, die aber nicht sofort Erfolg hatten. Vielmehr wurde in der darauffolgenden Nacht noch in weitere 5 Objekte hier in diesem Bereich eingebrochen. Die sind wohl von einem Grundstück aufs nächste gegangen. Und wenn die Polizei am einem Ende war, sind sie zum nächsten Grundstück rübergelaufen. Und das hat sich eigentlich über alle Grundstücke hinweg durchgezogen. Die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen. Egal, ob da jetzt die Polizei war, das hat die Einbrecher überhaupt nicht interessiert. Es hat sie auch nicht interessiert, dass alle Leute da waren. Das war ja keine Urlaubszeit, nichts. Das war unter der Woche. Jeder war da, jeder war zu Hause. Danach war der Täter verschwunden, was nichts heißt. Man kann davon ausgehen, dass diese Täter dann weitermachen. Und zwar auf gleiche Art und Weise weitermachen, weil das eine geübte Tatbegehung ist. Und natürlich darüber hinaus weiterhin der Drang besteht, sich Geld und Schmuck in erster Linie zu beschaffen. Viele dieser Täter leben einfach davon. 4 Tage später an der Hamburger Elbchaussee. In mehr als 60% aller Fälle werden Fenster und Terrassentüren aufgehebelt. Die Heilpraktikerin Sabine R. war am 12. Juli gerade zu Bett gegangen. Ich schlief hier in meinem Bett und hörte dann plötzlich dieses typische Geräusch, eine Tür zu öffnen. Und da mein Gehirn schon letztendlich darauf gepolt ist, weil es war jetzt dann in diesem Fall der dritte versuchte Einbruch, wusste ich sofort, was passierte. Und ja, dann bin ich richtig munter geworden. Natürlich ein Adrenalinschub, den man dann bekommt, wenn man so mitten aus dem Schlaf gezogen wird. Und da der Täter eine Taschenlampe oder Stirnlampe hatte und ich die Jalousien so wie jetzt offen hatte, musste ich zusehen, dass ich möglichst nicht in dem Lichtkegel, der hier ins Schlafzimmer hineinkam, drin war, sodass der sah, dass hier jemand ist. Und als er einmal so seitlich gemacht hat, bin ich schnell raus und dann die Treppe rauf und habe dann die Polizei gerufen. Sabine R. behält die Nerven und wählt die 110. Als dann der Täter unten sehr massiv an der Tür rumgearbeitet hatte und ich das Knistern des Glases gehört hatte und ich befürchtete, dass in dem Moment das Glas zerbricht, sagte dann der Polizist, so wie der Täter ins Haus kommt, gehen Sie raus, die Kollegen sind gleich da. Und dem war auch so, es dauerte keine halbe Minute und dann waren die da. Dann habe ich nur noch gehört, wie die Polizei rief, stehen bleiben, Hände hoch oder wir schießen. Und das mehrfach. Wir haben durch den DNA-Abgleich feststellen können, dass der Täter in ganz Europa tätig gewesen ist und eine Schneise von Taten in West- und Südeuropa gelegt hat. Und wir dabei feststellen konnten, dass uns wirklich ein außergewöhnlich aktiver Täter ins Netz gegangen war. Derselbe Täter, den die Überwachungskamera erst einige Tage zuvor aufgezeichnet hatte. Das Verhalten der Zeugin in diesem Fall war so, wie wir uns das als Polizei eigentlich wünschen. Kein Risiko eingehen und dennoch schnell alarmieren. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich war auch, ehrlich gesagt, ein bisschen stolz darauf, dass ich einfach dazu beigetragen habe, dass die Polizei ihn hat kriegen können. Ein dicker Fisch ist der Soko ins Netz gegangen. Für mehr als 100 Taten soll der Rumäne verantwortlich sein. Die Familie Bösch aus Bremerhaven will nie wieder mit Einbrechern zu tun haben. Sie hat aufgerüstet. 741 Millionen Euro gaben die Deutschen 2015 für Alarmanlagen aus. Auch die Böschs haben sich nach der Tat schlau gemacht und sich für eine umfangreiche Einbruchmeldeanlage entschieden.
Mehr als 2000 Euro haben sie dafür bezahlt. Jetzt fühlen sich die beiden viel sicherer. Neben den Bewegungsmeldern im Haus haben wir diese Außenhautsicherung. Da sind hier an den Fenstern diese Fensterkontakte. Mhm. Und wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist und jemand würde unbefugt das Haus betreten, löst der Alarm aus. Ist jetzt scharf geschaltet? Jetzt ist scharf geschaltet, die Außenhaut. Soll ich das mal ausprobieren? Sehr gerne. Hier habe ich jetzt die Nachricht, dass der Alarm ausgelöst worden ist. Es steht da Tür 2 Außenhaut. Das ist also dann schon ein sehr gutes Gefühl, weil man kann also auch die Außenhautsicherung anschalten, wenn man im Bett liegt, sodass niemand unbemerkt ins Haus gelangen kann und dann plötzlich neben einem im Schlafzimmer steht. Und sämtliche Wertgegenstände packen wir in Safe, auch wenn wir nur kurze Wege machen. Ist das so, ja? Ja. Gibt Ihnen das ein Gefühl von Sicherheit? Ja, ja. Alarmanlage und Safe. Die Böschs gehen seit dem Einbruch ganz auf Nummer sicher. Seit mehr als 30 Jahren macht Thies Hartmann aus Hamburg sein Geld mit Sicherheit aus Stahl. Und das Geschäft läuft besser denn je, denn Bankschließfächer sind ausgebucht. Generell ist es so, wenn ich Wertsachen habe, die einen bestimmten Wert übersteigen. In jedem Vertrag, Hausratsversicherungsvertrag, gibt es eine Obergrenze für die Haftung von Wertsachen. Das ist häufig 20.000, 25.000 Euro. Steht irgendwo auf Seite 9, 11, 12 der Versicherungsbedingungen, das alles, was wir so gerne lesen, bevor wir abends ins Bett gehen, da steht es drin. Wenn ich mehr habe, höhere Maße Wertsachen, 20, 30, 40.000, und davon gibt es jede Menge Leute, die das haben, dann sagt mir der Versicherer, okay, wenn du das versichern willst, schön und gut, machen wir gerne, aber dann brauchst du einen Tresor. Denn es gibt einige Konstellationen, bei denen die Versicherung den Schaden nur zum Teil ersetzt. Bei Schmuck werden üblicherweise nur 25% gezahlt. Bei nicht abgeschlossener Wohnungstür kann die Versicherung die Leistung um bis zu 50% mindern. Auch ein verlorener Wohnungsschlüssel führt zu Abzügen. Ein Tresor scheint da sinnvoll. Das solide Einsteigermodell gibt es schon für knapp 400 Euro. Das ist unser Modell St. Pauli. Finde ich schon eine empfehlenswerte Lösung für viele Kunden, für die meisten. Manche sagen, so groß brauche ich nicht. Aber naja, es passt gerade ein Ordner rein, es passt eine Mappe mit Dokumenten rein. Oben habe ich noch ein Fach für Wertsachen. Feuersicher, halbe Stunde bei 900 Grad getestet. Kann man schon mal, wenn man in Frankreich ist, alleine lassen und wird seine Sachen vermutlich auch wiederfinden, wenn man wieder nach Hause kommt, auch wenn eingebrochen wurde. Ja, aber Moment mal, den kann man doch wegtragen. Um das zu verhindern, dass er weggetragen wird, sollte man ihn verankern. Und dazu gehören so ein paar zierliche Schrauben, mit denen man ihn so mit dem Haus verbinden kann, dass es nicht mit dem Brecheisen ohne weiteres zu lösen ist. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hier wird relativ selten eingebrochen. Und bei 48% aller Einbrüche konnte hier im vergangenen Jahr ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Im äußersten Nordosten der Republik ist die Aufklärungsquote also besonders hoch. So, die Lage von Freitag früh bis heute früh. 20 Verkehrsunfälle. Wenig los heute. Haben die Täter Wind bekommen von der Schlagkraft der Ermittler? Von da aus ging es nach Demmin. Da gab es einen Einbruchsdiebstahl im Getränkemarkt Länger. Da haben unbekannte Täter die elektronische Schiebetür aufgehebelt und aus dem Getränkemarkt 10 Stangen Zigaretten und 25 Flaschen Alkoholika entwendet. Ja, dann gibt es hier so eine kuriose Geschichte. Versuchter Einbruchsdiebstahl, landwirtschaftlicher Betrieb, aber es klingt ja nach Ausbruchsdiebstahl. Ein Fall für die Männer vom Kriminaldauerdienst. Dadurch, dass wir viel landwirtschaftliche Fläche haben und somit auch viele Betriebe in dem Bereich, sind bei uns die Einbrüche in den landwirtschaftlichen Betrieben in den letzten 4 Wochen extrem angestiegen. Und wir versuchen natürlich dann auch so viel wie möglich an Spuren zu bekommen, um dann irgendwann die Täter anhand der Spuren überführen zu können. Die Mecklenburgische Seenplatte ist der größte Landkreis Deutschlands. Und so müssen die Ermittler hier viele Kilometer abreißen.
Für uns ist es ein hoher Aufwand an Fahrstrecken, die zu bewältigen sind. Und dort heißt es für uns dann natürlich viel Zeit auf der Straße verbringen, um zum Tatort zu kommen. Und man hat so natürlich einen höheren Aufwand, als wenn ich nur im Stadtgebiet tätig werde, wo ich einen Anfahrtsweg von 30 Minuten habe oder eben einen Anfahrtsweg schon mal von 1,5 bis 2 Stunden habe. Ganz so lange hat es von Neubrandenburg nach Kalübbe nicht gedauert. Aus dieser Halle wollten Diebe einen 100.000 Euro teuren Ackerschlepper stehlen. Noch ist den Ermittlern nicht ganz klar, wie der oder die Einbrecher hier überhaupt reingekommen sind. Der erste Eindruck ist, dass man hier von außen nach innen nicht eingedrungen ist. Zumal das Schloss unbeschädigt ist, die Tür von innen nach außen gebeult wurde. Und somit wir davon ausgehen müssen, dass eine Person im Gebäude gewesen ist, die dann versucht hat, aus dem Gebäude wieder rauszukommen. Spurensuche in einem ziemlich mysteriösen Fall. Ja, wir müssen mal versuchen, ob wir das aufgezogen kriegen. Der verhindert, dass man das Tor nach außen zieht. Du hast also hier von außen überhaupt keine Möglichkeit ranzukommen. Endlich ist auch der Landwirt da. Vielleicht kann er ja Licht ins Dunkel bringen. Kirsten, Kripp in Neubrandenburg. Guten Tag. Wir würden uns den Tatort gerne noch mal angucken. Wir hatten telefoniert. Genau. Ja, weil für uns die Sache nicht ganz klar ist. Unser Eindruck ist, das ist gar nicht möglich. Das Schloss ist unversehrt. Durch das Tor jedenfalls ist hier niemand reingekommen. Mit diesem Ackerschlepper wollte der Täter das Tor durchbrechen. Das aber öffnete sich nicht weit genug. Er flüchtete zu Fuß, ohne Beute. Es waren Meter raus, bis das Tor dann an dem Fass geklemmt hat. Weil es ein Schiebetor ist und die haben es rausgedrückt und dann hat es sich verkeilt. Die Frage, die offen bleibt, ja, genau, wie ist derjenige hier reingekommen in die Halle? Die Spur findet sich draußen. Kein Glas, kein Holz, nur verschraubtes Metall. Der mögliche Einbruchsweg ist sogar für die erfahrenen Kriminalisten ungewöhnlich. Das ist schon ziemlich eng, also das sind 20 cm maximal. Passt. Man braucht schon zwei Mann. Einer, der das wirklich abzieht, das Blech. Und der zweite müsste aber ziemlich schlank und klein sein, um da durchzukommen. So wie das jetzt erstmal aussieht. Vielleicht lassen sich in der Halle ja noch weitere Spuren finden. Etwa ein Schuhabdruck. Also was wir hier sehen, ist an einer Stelle, das sieht aus wie ein Profil. Das ist nicht ganz sicher. Könnte vom Schuh sein. Ich versuche es mal sichtbar zu machen. Wir gucken, was am Ende dabei rauskommt. Nein, sieht nicht so aus. Also ich würde nicht durchpassen. Ich weiß es nicht. Es bleibt nach wie vor offen, wie die Täter dann rein sind durch diesen Spalt, ob dieser kleine Spalt wirklich gereicht hat. Da im inneren Bereich keinerlei Spuren ersichtlich waren, wie Schmutz vom Schuhabdrücke oder Schleifspuren von den Schuhen, wenn er reinkrabbelt dort. Das muss man jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, was man jetzt ermittlungstechnisch noch machen kann. Selbst die sonst so erfolgreichen Ermittler stehen vor einem Rätsel. Dabei ist die Chance, dass der Fall hier aufgeklärt wird, vergleichsweise hoch. Denn die entsprechende Quote ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich besser als in allen anderen norddeutschen Bundesländern. Einige Opfer versuchen daher, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. So einen Fall finde ich im Internet, bei YouTube. Mit Bildern von den Tätern und präziser Beschreibung, wie auffällige große Kette.
Eine junge Frau hatte diese private Fahndungsaktion gestartet, nachdem in das Haus ihrer Familie im ostfriesischen Ramsloh eingebrochen worden war. Maria Degant war von der Polizei komplett enttäuscht. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, das in die sozialen Netzwerke reinzustellen, also dir auf diese Art Hilfe zu holen? Ist ja eher ungewöhnlich. Gut, das war bei uns halt das Problem, dass die Polizei da drauf geguckt hat und dann gesagt hat, ja gut, da kann man ja gar nichts drauf erkennen. Maria fackelte nicht lange und schrieb die Einbrecher zur Fahndung im Internet aus und versprach 500 Euro Belohnung. Wie war das Feedback darauf? Das war der Hammer. Es hat irgendwie, ich glaube, vielleicht eine Stunde gedauert. Nur durch diesen einen Facebook-Link. Und dann haben, also es war die Telefonnummer von meinem Vater in dem Video. Und die Leute haben durchgeklingelt. Also es waren einige hundert Anrufe. Wie konntet ihr sicher sein, dass das auch wirklich die Einbrecher waren? Es kann natürlich auch sein, dass jemand anruft und sagt, ich habe noch eine offene Rechnung mit meinem doofen Cousin. Und den schwärze ich jetzt hier mal an. Zwei oder drei von denen haben sich ja selber auf YouTube oder auf Facebook dann bestätigt. Also die haben das Video dann bei sich selber noch verlinkt. Und die Einbrecher haben das Video selbst bei sich verlinkt? Ja, halt auch selber darauf geantwortet. Denja P. kommentiert auf YouTube. Hi, ich war dabei, habe aber nur ein paar Flaschen zu trinken mitgenommen. Und da hatte das Video dann auf einmal 2000 Klicks, was in einem relativ kleinen Dorf schon eine ganze Menge ist. Da hat am nächsten Tag eine Polizistin, ich glaube aus Oldenburg oder aus Kloppenburg, bei uns angerufen. Die ist dann auch bei uns vorbeigekommen und die hat dann definitiv diese Leute zuordnen können und gesagt, ja gut, die sind doch bei der Polizei bekannt. Ins Gefängnis ist nach Marias Fahndung niemand gewandert, aber darum ging es ihr auch gar nicht. Nee, also so einen mittelalterlichen Pranger wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte eher, dass es bei uns in der Nachbarschaft keine Einbrüche mehr gibt. Mhm. Und dass die Leute auch wirklich mal gefasst werden und dass die Nachbarn informiert sind, dass sowas auch bei uns auf dem Land draußen in Niedersachsen passiert. Private Einbrecherjagd im Internet. Eine Aktion, mit der man sich schnell auch selbst ins Unrecht setzen kann. Selbst so private Fahndungsaufrufe zu machen, ist natürlich etwas, wo durch soziale Medien die Möglichkeit heute ganz anders geboten sind als noch vor einigen Jahren. Letztendlich hat es natürlich auch etwas mit Selbstjustiz zu tun, ist deswegen nicht zu empfehlen. Strafermittlung sollte Aufgabe der Polizei sein. Dass die Menschen das Bedürfnis dazu haben, das ist leicht nachvollziehbar. Es ist natürlich frustrierend, auch für die Betroffenen zu wissen, dass ein Täter vielleicht nie geschnappt wird. Letztendlich gilt aber, solche Bilder der Polizei übergeben, die dann in die Ermittlungen auch eingehen können. Ich bin wieder in Bremerhaven, wieder unterwegs mit dem Einbruchsermittler Adik Dase. Er hat eine Armbanduhr bei sich, die der verstorbenen Frau eines Einbruchsopfers gehört haben könnte. Sichergestellt bei einem auf frischer Tat ertappten Täter. Wahrscheinlich nicht zu Hause, ne? Steht doch kein Auto vorne. Nee, kann man natürlich auch vorstellen bei der Generation, dass er seinen Wagen noch in die Garage gefahren hat. Und dass er jetzt gerade erstmal, wenn er dann Mittagsschlaf gemacht hat, vielleicht erstmal aufstehen muss. Ein paar Minuten würde ich ihm noch geben. Ermittler Dase zeigt mir, wo die Täter in das Haus des Mannes eingedrungen sind. Okay, das war die Scheibe. Hier ist passiert, ne? Das Einstiegsfenster, ne? Hier sind die Reihen also mittlerweile natürlich wieder gesichert, die Scheibe. Mhm. Zwischen 16 und 17.55 Uhr. Ist das so eine typische Zeit für Einbrüche? Tageswohnungseinbruch ist nicht untypisch, ja, weil viele sind auf der Arbeit, nicht zu Hause. Es wird dann meinetwegen geklingelt oder auf andere Art und Weise geguckt, ob jemand da ist. Die meisten Einbrüche in Deutschland finden tagsüber statt, zwischen 10 und 18 Uhr. Der Malermeister hat uns in sein Haus gebeten. Er will von dem Einbruch erzählen, möchte aber nicht erkannt werden, denn die Täter sollen sich nicht auch noch an seinem Leid ergötzen. Würden Sie mal was kurz zu machen. Wir haben zwei Festnahmen. Wir haben zwei Tatverdächtige festgenommen und haben bei einem Tatverdächtigen eine Uhr sichergestellt. Ich glaube, man hat Ihnen diese Uhr auch schon mal gezeigt. Wie sicher sind Sie? Nee, ist nicht. Ist nicht Elkes. Elkes, also Frauchen. Ja. Hatte eine goldene Uhr. Mir fehlen silberne Taschenuhren
und Monduhren oder was weiß der Teufel. Das Dollste für mich war, dass die Schlüssel weg sind. Welche Schlüssel? Haus. Haustürschlüssel? Ja. Oh. Das ist nicht gut. Ja, hör mal, ist alles geregelt. Ist schon ausgetauscht? Okay. Hört mal, ihr Lieben, ich habe so viel Glück gehabt. Die haben nichts, nichts. Guckt euch um. Nichts provoziert kaputt gemacht. Mhm. Ich bin sowas von, ich habe zwar scheiß Träume, aber Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das, was ich dann sehe, ist wirklich Wahnsinn. So viel verwüstet. Schlimm. Ganz anders, als das Opfer uns berichtet hat. Sowas sehen Sie ja wahrscheinlich öfter, ne? Ja, wobei nicht alle gehen so vor, ne? Klar, machen die Täter teilweise, dass sie dann alles rausracken, um zu gucken, wo das Geld versteckt ist. Aber nicht jedes Mal. Nicht jedes Mal wird die Wohnung so hinterlassen. Das sieht echt schlimm aus, finde ich. Ja, das finde ich jetzt auch, dass das hier ziemlich schlimm aussieht, ja, muss ich auch sagen. Ins eigene Heim eingebrochen zu sein, das ist schon eine schlimme Erfahrung. Eine Erfahrung, die mehr Menschen machen, als ich dachte. Bei fast 40% aller Taten ist die Wohnung teilweise verwüstet, bei mehr als 10% sogar stark. Was für einen Eindruck hat der Mann gerade auf Sie gemacht? Also, um es ganz kurz zu sagen, der Mann ist ziemlich fertig, traumatisiert, würde ich sagen. Seine Frau ist ja vor ein paar Jahren verstorben. Jetzt dieser Eingriff in seine Privatsphäre, da sind ja privateste Dinge vorgewühlt worden. Also er ist ziemlich stark beeinträchtigt durch diese Tat, ja. Wir haben ja gemerkt, wir haben ihm noch Hilfe angeboten. Nach außen hin zeigt er noch den starken Mann, der aber, glaube ich, in Wirklichkeit nicht ist. Eigentlich bräuchte der Mann Hilfe. Ich hoffe, dass er ein gutes soziales Netzwerk hat. Er hat Enkelkinder, sprich also auch Kinder. Und ich denke mal, dass die für ihn da sein werden. Wer hilft, wenn das Opfer keine Angehörigen hat? In Bremerhaven gibt es dafür Pastor Niehaus, den Notfallseelsorger. In der Pauluskirche wurde sogar ein Gottesdienst gegen Einbruch abgehalten. Von so etwas habe ich vorher wirklich noch nie gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie dann quasi Gott auch gebeten, dass er weniger Einbrecher schickt? Oder? Ich würde dann immer so bitten, Gott, gib mir die Gelassenheit, dass wenn ich das nicht verhindern kann, das zumindest tragen kann. Mhm. Aber gib mir auch die Kraft, dass ich da wieder rauskomme, dass ich die Ruhe wiederfinde, die Sicherheit wiederfinde, die ich selber zu Hause brauche. Damit ich nicht anschließend, was in einem Gespräch als Notfallseelsorger dann rauskam, mir jemand, bei dem eingebrochen wurde, sagt, ich muss hier wegziehen, ich halte das nicht mehr aus. Wir versuchen, dem anderen zu sagen, was brauchst du jetzt? Für den einen kann das heißen, der muss ein Bild malen. Mhm. Wie nach einer Trauer oder bei einer Trauer. Der muss das ablaufen, ein anderer. Wieder ein anderer braucht jemanden, dem man das alles mal klagen kann. Vielleicht hilft, wie in der Kirche, einfach eine Kerze anzünden und die Kerze anzünden mit einem kleinen Gebet dabei. Und unsere Aufgabe ist dann als Kirche, als Seelsorger, Notfallseelsorger oder Pastoren einer Gemeinde, dass wir gucken, was braucht der andere in diesem Moment. Wie lange dauert das, bis man sich wieder fängt? Wenn man sich fängt? Das ist wie beim Trauerfall. Für den einen ist das schnell vorbei und der andere knappst lange dran. Einbrecheralarm im Norden. Hilft uns jetzt wirklich nur noch Beistand von ganz oben? Nur wenige Taten werden aufgeklärt. Und selbst wenn, auf 100 Einbrüche kommen am Ende nicht einmal 3 Verurteilungen. Aber es gibt auch Lichtblicke. Ich habe viele engagierte Ermittler getroffen, die den Einbrechern den Kampf angesagt haben. Und ich weiß jetzt, wie ich mich besser schützen kann und fühle mich deshalb nicht mehr ganz so machtlos. Der weiße Kombi ist ihr neuer. Dass sie jetzt den Wagen einfach mitgenommen haben, also das konnten wir gar nicht glauben. Ich meine, gut, der Schlüssel, ja, lag nun zu Hause, aber
Ja, aber da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Dass einfach aus dem Korb der Schlüssel genommen wird und dann der Wagen mitgenommen wird. Waren Sie da auch ein bisschen blöd, dass Sie einfach den Schlüssel da vorne haben liegen lassen? Ja, aber da haben wir uns ja auch gar keine Gedanken drum gemacht. Wir haben so einen kleinen Korb und da kommen alle Schlüssel rein. Alle. Und ja, bis dann praktisch ein Einbruch passiert. Und dann weiß man das eben besser, dass man das nicht machen sollte. Ne? Weil Familie Bösch nicht zu Hause war, hatten die Einbrecher leichtes Spiel. Und konnten sich sogar Zeit lassen auf der Suche nach Schmuck und Bargeld. Wurde alles so herausgerissen. Vorher natürlich geschaut, ob immer dazwischen was ist. Also hier haben sie im Grunde genommen alle Schubladen aufgerissen. Mhm. Und dann haben sie das alles hochgenommen und auch rausgerissen und durchgewühlt. Haben sie die dann erstmal alle gewaschen? Oder wie geht man damit um, dass jemand Fremdes all diese Dinge angefasst hat? Ja, also wir haben alles abgezogen, Bettwäsche und die Sachen, die alle draußen waren und so, haben wir nach und nach über Tage hinweg gewaschen. Also das war eigentlich das Schlimmste. Jemand anders hat das angefasst, der gehört nicht zu deiner Familie und Wie war das für Sie nach diesem Eingriff? Es war so, dass ich manchmal gar nicht hier unten gesessen habe, sondern dann oben im Bett lag und den Fernsehen geguckt habe. Und die Türen waren abgeschlossen. Wohnungseinbruchsopfer leiden nicht so sehr unter dem materiellen Schaden. Hier ist oft eine Versicherung gegeben, die zum Einsatz kommt, sondern eher unter den psychischen Folgen, das Eindringen in den privaten Wohnraum. Und das zeigt sich dann in Schlafstörungen, Angstzuständen, Unsicherheitsgefühle in der gewohnten Umgebung bis hin zum Umzugsverhalten. In Deutschland sind 10% der Einbruchsopfer nach der Tat umgezogen. Und weitere 14,9 wären es gerne. Die Böschs sind geblieben. Gerade erst waren sie in das neue Haus eingezogen. Hier vorne hatte ich natürlich schon die Schmuckschatullen. Israelischen Schmuck hatte ich, das ist so sogenannter Modeschmuck, aber der auch sehr teuer ist. Mhm. Und die hatte ich natürlich in den Kartons drin gehabt und den haben sie alles mitgenommen. Es waren auch so Schmuckstücke natürlich. Von meiner Großmutter her noch ein Teil und und das ist jetzt weg und das bekomme ich natürlich nicht wieder. Ne? Der Wert im Grunde genommen, also dass es so viele Jahre alt ist und eben halt auch meine Großmutter getragen hat. Ne? Ja. Und es ist weg. Die Brecher haben das Video selbst bei sich verlinkt. Ja, halt auch selber darauf geantwortet. Denja P. kommentiert auf YouTube: Hi, ich war dabei, habe aber nur ein paar Flaschen zu trinken mitgenommen. Und da hatte das Video dann auf einmal 2000 Klicks, was in einem relativ kleinen Dorf schon eine ganze Menge ist. Da hat am nächsten Tag eine Polizistin, ich glaube aus Oldenburg oder aus Kloppenburg, bei uns angerufen. Die ist dann auch bei uns vorbeigekommen und die hat dann definitiv diese Leute zuordnen können und gesagt, ja gut, die sind doch bei der Polizei bekannt. Ins Gefängnis ist nach Marias Fahndung niemand gewandert, aber darum ging es ihr auch gar nicht. Nee, also so einen mittelalterlichen Pranger wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte eher, dass es bei uns in der Nachbarschaft keine Einbrüche mehr gibt. Mhm. Und dass die Leute auch wirklich mal gefasst werden und dass die Nachbarn informiert sind, dass sowas auch bei uns auf dem Land draußen in Niedersachsen passiert. Private Einbrecherjagd im Internet. Eine Aktion, mit der man sich schnell auch selbst ins Unrecht setzen kann. Selbst so private Fahndungsaufrufe zu machen, ist natürlich etwas, wo durch soziale Medien die Möglichkeit heute ganz anders geboten sind als noch vor einigen Jahren. Letztendlich hat das natürlich auch etwas mit Selbstjustiz zu tun, ist deswegen nicht zu empfehlen. Strafermittlung sollte Aufgabe der Polizei sein. Dass die Menschen das Bedürfnis dazu haben, das ist leicht nachvollziehbar. Es ist natürlich frustrierend, auch für die Betroffenen zu wissen, dass ein Täter vielleicht nie geschnappt wird. Letztendlich gilt aber, solche Bilder der Polizei übergeben, die dann in die Ermittlungen auch eingehen können. Ich bin wieder in Bremerhaven, wieder unterwegs mit dem Einbruchsermittler Adik Dase. Er hat eine Armbanduhr bei sich, die der verstorbenen Frau eines Einbruchsopfers gehört haben könnte. Sichergestellt bei einem auf frischer Tat ertappten Täter. Wahrscheinlich nicht zu Hause, ne? Steht doch kein Auto vorne. Nee, kann man natürlich auch vorstellen bei der Generation, dass er seinen Wagen noch in die Garage gefahren hat.
Und dass er jetzt gerade erstmal, wenn er dann Mittagsschlaf gemacht hat, vielleicht erstmal aufstehen muss. Ein paar Minuten würde ich ihm noch geben. Ermittler Dase zeigt mir, wo die Täter in das Haus des Mannes eingedrungen sind. Okay, das war die Scheibe. Hier ist passiert, ne? Das Einstiegsfenster, ne? Hier sind die Reihen also mittlerweile natürlich wieder gesichert, die Scheibe. Mhm. Zwischen 16 und 17.55 Uhr. Ist das so eine typische Zeit für Einbrüche? Tageswohnungseinbruch ist nicht untypisch, ja, weil viele sind auf der Arbeit, nicht zu Hause. Es wird dann meinetwegen geklingelt oder auf andere Art und Weise geguckt, ob jemand da ist. Die meisten Einbrüche in Deutschland finden tagsüber statt, zwischen 10 und 18 Uhr. Der Malermeister hat uns in sein Haus gebeten. Er will von dem Einbruch erzählen. Die Scheibe eingeschlagen und das Fenster entriegelt, eingestiegen. Man hat in Tatortnähe zwei Personen festgestellt. Die wurden auch mit zur Wache genommen und durchsucht. Und bei einem der Täter hat man eine Uhr aufgefunden. Obwohl sie nicht unbedingt als Spurenträger vielleicht in Frage kommt, trotzdem mit Handschuhen anfassen. Diese Uhr konnten wir bei einem der beiden Täter sicherstellen und wir glauben, dass diese Uhr aus diesem Objekt kommt. Und es ist noch nicht ganz klar, ob diese Uhr wirklich aus dieser Wohnung, von diesem Diebstahl stammt. Es geht zuerst nach Lehe. Allein in der Goethestraße ist in nur einem Jahr 57 Mal eingebrochen worden. Und oft, so erzählt mir der Ermittler, kennen sich Täter und Opfer sogar. 42,6% haben einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Zeugen findet der Kripo-Beamte hier nur schwer. Die Chance, dass wir jemanden treffen, der etwas beobachtet hat, ist doch heute minimal. 8 Mietparteien, 7 davon sind bewohnt. Jetzt möchte ich mal die Nachbarn fragen, ob die irgendetwas davon mitbekommen haben. Das heißt, sie klingeln jetzt im Grunde einfach hier durch und schauen, wer da ist? Genau. Hallo. Moin, hallo. Ich bin vom Polizeirevier Lehe. Mein Name ist Dase. Und ich bearbeite einen Einbruchdiebstahl, der hier in der vorvergangenen Woche passiert ist. War meine Wohnung, ja? Ihre Wohnung ist das sogar? Ja. Okay. Meine und die vom Nachbarn. Woran haben Sie es gesehen? Das versuchst du dann? Meine Nachbarin hatte mich angerufen, hat gesagt, deine Tür sieht ganz komisch aus. Dann bin ich hergefahren, hab geguckt. Man hat gesehen, dass versucht wurde, sie aufzuhebeln. Es war abgeschlossen, deswegen sind sie auch nicht reingekommen. Gut. Und die Nachbarin guckt da gerade raus, ne? Die hat mit ihm gesprochen? Hallo. Das ist meine Frau, das ist nicht meine Nachbarin. Okay. Hallo. Hallo. Moin, hallo. Oh, Entschuldigung, mein Name ist Dase, ich bin vom Polizeirevier Lehe. Es geht um einen Einbruch, den ich hier bearbeite. Durch kein Deutsch. Wenig Deutsch. Durch Kinder, Said, ich habe durch Simbel. Ja? Ja, die Schule. Dann gehen wir nach oben. Okay, danke schön. Es ist leider so, dass in der Mehrzahl aller Fälle die Nachbarn keine Hinweise geben können, weil sie es nicht mitbekommen haben. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen wir es trotzdem versuchen. Weil es kann ja mal sein, dass wir dann einmal den Nachbarn erwischen und sagt, doch, ich habe da was gesehen, ich habe jemanden gesehen. Mhm. Der war in der Uhrzeit hier und ich kann ihn auch beschreiben, möglicherweise sogar wiedererkennen, dass wir natürlich dann guter Hinweis. Zuerst wollen wir uns einmal die Tür anschauen, an der mit einem Schraubenzieher versucht wurde einzubrechen. Einfache Schraubenzieher sind das allerliebste Werkzeug der Einbrecher. Wie war das für Sie, als Sie das gehört haben? Man hat halt Angst, wenn man die Wohnung verlässt für längere Zeit, dass doch irgendwas passiert. Das ist ein mulmiges Gefühl, man versucht das irgendwo nach hinten zu drängen. Mhm. Wer hat was gesehen? Wir versuchen es eine Treppe tiefer. Moin, hallo. Machen Sie keine Sorgen, nichts passiert. Ich bin vom Polizeirevier. Wir leiden nicht so sehr unter dem materiellen Schaden. Hier ist oft eine Versicherung gegeben, die zum Einsatz kommt. Sondern eher unter den psychischen Folgen, das Eindringen in den privaten Wohnraum. Und das zeigt sich dann in Schlafstörungen, Angstzuständen, Unsicherheitsgefühle in der gewohnten Umgebung bis hin zum Umzugsverhalten. In Deutschland sind 10% der Einbruchsopfer nach der Tat umgezogen. Und weitere 14,9 wären es gerne. Die Böschs sind geblieben. Gerade erst waren sie in das neue Haus eingezogen. Hier vorne hatte ich natürlich die Schmuckschatullen, israelischen Schmuck. Hatte ich das so sogenannter Modeschmuck, aber der auch sehr teuer ist. Mhm. Und die hatte ich natürlich in den Kartons drin gehabt und den haben sie alles mitgenommen. Es waren auch so Schmuckstücke natürlich von meiner Großmutter her noch ein Teil. Und und das ist jetzt weg und das bekomme ich natürlich nicht wieder. Der Wert im Grunde genommen. Also
das so viele Jahre alt ist und eben halt auch meine Großmutter getragen hat. Nicht? Ja. Und ja, nun ist es weg. Ihr Schaden allein beim Schmuck 3.000 Euro. Und die Böschs hatten dafür keine Rechnungen. Die Versicherung hat nur gezahlt, weil sie anhand von Fotos beweisen konnten, dass der Schmuck vorhanden war. Wenn ich keine Inventarliste habe, muss ich sie im Nachgang erstellen und sie möglichst, so gut es geht, aufbereiten. Das heißt, wann angeschafft, zu was für einem Wert, wie sah das Schmuckstück aus. Vielleicht auch mit Hilfe eines Juweliers dann im Nachgang versuchen, den Wert zu ermitteln. Umso besser ich es dokumentieren kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, den vollen Schaden ersetzt zu bekommen. 530 Millionen Euro mussten die Versicherungen im Jahr 2015 an Einbruchsopfer zahlen. Rekord. Wer aber sind die Einbrecher? Und welche Tätergruppen gibt es? In Bremerhaven spielen sogenannte reisende Täter kaum eine Rolle. Die meisten Einbrecher, die hier zuschlagen, wohnen auch hier. Mehr als die Hälfte der Täter ist zwischen 18 und 35 Jahre alt und geht keiner geregelten Arbeit nach. Das Thema Beschaffungskriminalität spielt in Bremerhaven definitiv eine Rolle. Wir stellen fest, bei den Tätern, die wir einer Tat zuordnen können, wobei man da vorsichtiger sein muss, wir sprechen hier über eine Aufklärungsquote von 15%. Das heißt, nur bei 15% der Taten wissen wir wirklich, wer der Täter ist. Bei diesen 15% Aufklärungsquote und den dahinter sich verbergenden Tätern ist es so, dass nahezu 30% einen Suchthintergrund haben. Und wenn man mal weiß, diese Süchte, und da sprechen wir nicht nur über Drogensüchte. Wohnen auch hier. Mehr als die Hälfte der Täter ist zwischen 18 und 35 Jahre alt und geht keiner geregelten Arbeit nach. Das Thema Beschaffungskriminalität spielt in Bremerhaven definitiv eine Rolle. Wir stellen fest, bei den Tätern, die wir einer Tat zuordnen können, wobei man da vorsichtiger sein muss, wir sprechen hier über eine Aufklärungsquote von 15%. Das heißt, nur bei 15% der Taten wissen wir wirklich, wer der Täter ist. Bei diesen 15% Aufklärungsquote und den dahinter sich verbergenden Tätern ist es so, dass nahezu 30% einen Suchthintergrund haben. Und wenn man mal weiß, diese Süchte, und da sprechen wir nicht nur über Drogensüchte, da geht es zum Beispiel auch um Spielsüchte, da steht ein finanzieller Bedarf dahinter. Und natürlich muss man da auch immer von Beschaffungskriminalität sprechen. Ich bin auf dem Weg zu Adik Dase. Er ist Ermittler im Bereich Jugendkriminalität und Einbruch. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Herr Dase, was steht heute an? Ja, ich habe hier noch mehrere Einbruchdiebstähle, zu denen ich unbedingt noch mal rausfahren und mir den Tatort angucken muss. Der erste, das ist ein versuchter Einbruchdiebstahl. Das heißt, sie sind gar nicht in die Wohnung hineingekommen, haben es aber versucht. Man kann an der Wohnungstür noch Hebelmarken sehen. Da will ich mit den Nachbarn sprechen, ob die mir Hinweise geben können. Fall 1. Der zweite ist ein bisschen komplizierter. Da sind die oder der Täter ins Objekt gekommen. Haben die Scheibe eingeschlagen, ne? Genau, die Scheibe eingeschlagen und das Fenster entriegelt, eingestiegen. Man hat in Tatortnähe zwei Personen festgestellt. Die wurden auch mit zur Wache genommen und durchsucht. Und bei einem der Täter hat man eine Uhr aufgefunden. Obwohl sie nicht unbedingt als Spurenträger vielleicht in Frage kommt, trotzdem mit Handschuhen anfassen. Diese Uhr konnten wir bei einem der beiden Täter sicherstellen und wir glauben, dass diese Uhr aus diesem Objekt kommt. Und es ist noch nicht ganz klar, ob diese Uhr wirklich aus dieser Wohnung, von diesem Diebstahl stammt. Es geht zuerst nach Lehe. Allein in der Goethestraße ist in nur einem Jahr 57 Mal eingebrochen worden. Und oft, so erzählt mir der Ermittler, kennen sich Täter und Opfer sogar. 42,6% haben einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Zeugen findet der Kripo-Beamte hier nur schwer. Die Chance, dass wir jemanden treffen, der etwas beobachtet hat, ist doch heute minimal. 8 Mietparteien, 7 davon sind bewohnt. Jetzt möchte ich mal die Nachbarn fragen, ob die irgendetwas davon mitbekommen haben. Das heißt, sie klingeln jetzt im Grunde einfach hier durch und schauen, wer da ist? Genau. Hallo. Moin, hallo. Ich bin vom Polizeirevier Lehe. Mein Name ist Dase. Und ich bearbeite einen Einbruchdiebstahl, der hier in der vorvergangenen Woche passiert ist. War meine Wohnung, ja? Ihre Wohnung ist das sogar? Ja. Okay. Meine und die vom. Ja, wir müssen mal versuchen, ob wir das aufgezogen kriegen.
verhindert, dass man das Tor nach außen zieht. Du hast also hier von außen überhaupt keine Möglichkeit, ranzukommen. Endlich ist auch der Landwirt da. Vielleicht kann er ja Licht ins Dunkel bringen. Kirsten, Krippe Neuwarnburg, guten Tag. Wir würden uns den Tatort gerne noch mal angucken. Wir hatten telefoniert, genau. Ja, weil für uns die Sache nicht ganz klar ist. Unser Eindruck ist, das ist gar nicht möglich. Das Schloss ist unversehrt. Durch das Tor jedenfalls ist hier niemand reingekommen. Mit diesem Ackerschlepper wollte der Täter das Tor durchbrechen. Das aber öffnete sich nicht weit genug. Er flüchtete zu Fuß, ohne Beute. Es waren Meter raus, bis das Tor dann an dem Fass geklemmt hat. Weil es ein Schiebetor ist und die haben es rausgedrückt und dann hat es sich verkeilt. Die Frage, die offen bleibt, war, ja, genau, wie ist derjenige hier reingekommen in die Halle? Die Spur findet sich draußen. Kein Glas, kein Holz, nur verschraubtes Metall. Der mögliche Einbruchsweg ist sogar für die erfahrenen Kriminalisten ungewöhnlich. Das ist schon ziemlich eng. Also das ist alles in 20 cm maximal. Passt. Ja. Man braucht schon zwei Mann. Einer, der das wirklich abzieht, das Blech. Und der zweite müsste aber ziemlich stark und klein sein, um da durchzukommen. So wie das jetzt erstmal aussieht. Vielleicht lassen sich in der Halle ja noch weitere Spuren finden. Etwa ein Schuhabdruck. Also was wir hier sehen, ist an einer Stelle, das sieht aus wie ein Profil. Das ist nicht ganz sicher, könnte vom Schuh sein. Ich versuche es mal sichtbar zu machen. Wir gucken, was am Ende dabei rauskommt. Nein, sieht nicht so aus. Also ich würde nicht durchpassen. Ich weiß es nicht. Es bleibt nach wie vor offen, wie die Täter dann rein sind durch diesen Spalt, ob dieser kleine Spalt wirklich gereicht hat. Da im inneren Bereich keinerlei Spuren ersichtlich waren, wie Schmutz vom Schuhabdrücke oder Schleifspuren von den Schuhen. Die Versicherung den Schaden nur zum Teil ersetzt. Bei Schmuck werden üblicherweise nur 25% gezahlt. Bei nicht abgeschlossener Wohnungstür kann die Versicherung die Leistung um bis zu 50% mindern. Auch ein verlorener Wohnungsschlüssel führt zu Abzügen. Ein Tresor scheint da sinnvoll. Das solide Einsteigermodell gibt es schon für knapp 400 Euro. Das ist unser Modell St. Pauli. Finde ich schon eine empfehlenswerte Lösung für viele Kunden, für die meisten. Manche sagen, so groß brauche ich nicht. Aber naja, es passt gerade ein Ordner rein, es passt eine Mappe mit Dokumenten rein. Oben habe ich noch ein Fach für Wertsachen. Feuersicher, halbe Stunde, bei 900 Grad getestet. Kann man schon mal, wenn man in Frankreich ist, alleine lassen und wird seine Sachen vermutlich auch wiederfinden, wenn man wieder nach Hause kommt, auch wenn eingebrochen wurde. Ja, aber Moment mal, den kann man doch wegtragen. Um das zu verhindern, dass er weggetragen wird, sollte man ihn verankern. Und dazu gehören so ein paar zierliche Schrauben, mit denen man ihn so mit dem Haus verbinden kann, dass es nicht mit dem Brecheisen ohne weiteres zu lösen ist. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hier wird relativ selten eingebrochen. Und bei 48% aller Einbrüche konnte hier im vergangenen Jahr ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Im äußersten Nordosten der Republik ist die Aufklärungsquote also besonders hoch. So, die Lage von Freitag früh bis heute früh. 20 Verkehrsunfälle. Wenig los heute. Haben die Täter Wind bekommen von der Schlagkraft der Ermittler? Von da aus ging es nach Demmin. Da gab es einen Einbruchsdiebstahl im Getränkemarkt Länger. Da haben unbekannte Täter die elektronische Schiebetür aufgehebelt und aus dem Getränkemarkt 10 Stangen Zigaretten und 25 Flaschen Alkoholika entwendet.
Ja, dann gibt es hier so eine kuriose Geschichte. Versuchter Einbruchsdiebstahl, landwirtschaftlicher Betrieb. Aber es klingt ja nach Ausbruchsdiebstahl. Ein Fall für die Männer vom Kriminaldauerdienst. Dadurch, dass wir viel landwirtschaftliche Fläche haben und somit auch viele Betriebe in dem Bereich, sind bei uns die Einbrüche in den landwirtschaftlichen Betrieben in den letzten 4 Wochen extrem angestiegen. Und wir versuchen natürlich dann auch so viel wie möglich an Spuren zu bekommen, um dann irgendwann die Täter anhand der Spuren überführen zu können. Die Mecklenburgische Seenplatte ist der größte Landkreis Deutschlands. Und so müssen die Ermittler hier viele Kilometer abreißen. Auch wirklich die Einbrecher waren. Es kann natürlich auch sein, dass jemand anruft und sagt, ich habe noch eine offene Rechnung mit meinem doofen Cousin. Und den schwärze ich jetzt hier mal an. 2 oder 3 von denen haben sich ja selber auf YouTube oder auf Facebook dann bestätigt. Also sie haben das Video dann bei sich selber noch verlinkt. Und die Einbrecher haben das Video selbst bei sich verlinkt? Ja, halt auch selber darauf geantwortet. Denja P. kommentiert auf YouTube. Hi, ich war dabei, habe aber nur ein paar Flaschen zu trinken mitgenommen. Und da hatte das Video dann auf einmal 2000 Klicks, was in einem relativ kleinen Dorf schon eine ganze Menge ist. Da hat am nächsten Tag eine Polizistin, ich glaube aus Oldenburg oder aus Kloppenburg, bei uns angerufen. Die ist dann auch bei uns vorbeigekommen und die hat dann definitiv diese Leute zuordnen können und gesagt, ja gut, die sind doch bei der Polizei bekannt. Ins Gefängnis ist nach Marias Fahndung niemand gewandert, aber darum ging es ihr auch gar nicht. Nee, also so einen mittelalterlichen Pranger wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte eher, dass es bei uns in der Nachbarschaft keine Einbrüche mehr gibt. Mhm. Und dass die Leute auch wirklich mal gefasst werden und dass die Nachbarn informiert sind, dass sowas auch bei uns auf dem Land draußen in Niedersachsen passiert. Private Einbrecherjagd im Internet. Eine Aktion, mit der man sich schnell auch selbst ins Unrecht setzen kann. Selbst so private Fahndungsaufrufe zu machen, ist natürlich etwas, wo durch soziale Medien die Möglichkeit heute ganz anders geboten sind als noch vor einigen Jahren. Letztendlich hat das natürlich auch etwas mit Selbstjustiz zu tun, ist deswegen nicht zu empfehlen. Strafermittlung sollte Aufgabe der Polizei sein. Dass die Menschen das Bedürfnis dazu haben, das ist leicht nachvollziehbar. Es ist natürlich frustrierend, auch für die Betroffenen zu wissen, dass ein Täter vielleicht nie geschnappt wird. Letztendlich gilt aber, solche Bilder der Polizei übergeben, die dann in die Ermittlungen auch eingehen können. Ich bin wieder in Bremerhaven, wieder unterwegs mit dem Einbruchsermittler Adik Dase. Er hat eine Armbanduhr bei sich, die der verstorbenen Frau eines Einbruchsopfers gehört haben könnte. Sichergestellt bei einem auf frischer Tat ertappten Täter. Wahrscheinlich nicht zu Hause, ne? Steht doch kein Auto vorne. Nee, kann mir natürlich auch vorstellen, bei der Generation, dass er seinen Wagen noch in die Garage gefahren hat. Und dass er jetzt gerade erstmal, wenn er dann Mittagsschlaf gemacht hat, vielleicht erstmal aufstehen muss. Ein paar Minuten würde ich ihm noch geben. Ermittler Dase zeigt mir, wo die Täter in das Haus des Mannes eingedrungen sind. Okay, das war die Scheibe. Hier ist passiert, ne? Das Einstiegsfenster, ne? Hier sind die Reihen also mittlerweile natürlich wieder gesichert, die Scheibe. Mhm. Zwischen 16 und 17.55 Uhr. Ist das so eine typische Zeit für Einbrüche? Tageswohnungseinbruch ist nicht untypisch, ja, weil viele sind auf der Arbeit, nicht zu Hause. Es wird dann meinetwegen. Passt. Ja. Man braucht schon 2 Mann. Einer, der das wirklich abzieht, das Blech. Und der zweite müsste aber ziemlich schlank und klein sein, um da durchzukommen. So wie das jetzt erstmal aussieht. Vielleicht lassen sich in der Halle ja noch weitere Spuren finden. Etwa ein Schuhabdruck. Also was wir hier sehen, ist an einer Stelle, das sieht aus wie ein Profil. Das ist nicht ganz sicher, könnte vom Schuh sein. Ich versuche es mal sichtbar zu machen, wir gucken, was am Ende dabei rauskommt. Nein, sieht nicht so aus. Also ich würde nicht durchpassen. Ich weiß es nicht. Es bleibt nach wie vor offen, wie die Täter dann rein sind durch diesen Spalt, ob dieser kleine Spalt wirklich gereicht hat. Da im inneren Bereich keinerlei Spuren ersichtlich waren, wie Schmutz vom Schuhabdrücke oder Schleifspuren von den Schuhen, wenn er reinkrabbelt dort.
Das muss man jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, was man jetzt ermittlungstechnisch noch machen kann. Selbst die sonst so erfolgreichen Ermittler stehen vor einem Rätsel. Dabei ist die Chance, dass der Fall hier aufgeklärt wird, vergleichsweise hoch. Denn die entsprechende Quote ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich besser als in allen anderen norddeutschen Bundesländern. Einige Opfer versuchen daher, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. So einen Fall finde ich im Internet, bei YouTube. Mit Bildern von den Tätern und präziser Beschreibung wie auffällige große Kette. Eine junge Frau hatte diese private Fahndungsaktion gestartet, nachdem in das Haus ihrer Familie im ostfriesischen Ramsloh eingebrochen worden war. Maria Degant war von der Polizei komplett enttäuscht. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, das in die sozialen Netzwerke reinzustellen, also dir auf diese Art Hilfe zu holen? Ist ja eher ungewöhnlich. Gut, das war bei uns halt das Problem, dass die Polizei da drauf geguckt hat und dann gesagt hat, ja gut, da kann man ja gar nichts drauf erkennen. Maria fackelte nicht lange und schrieb die Einbrecher zur Fahndung im Internet aus und versprach 500 Euro Belohnung. Wie war das Feedback darauf? Das war der Hammer. Es hat irgendwie, ich glaube, vielleicht eine Stunde gedauert. Nur durch diesen einen Facebook-Link. Und dann haben, also es war die Telefonnummer von meinem Vater in dem. Ich sag, deine Tür sieht ganz komisch aus. Und bin ich hergefahren, habe geguckt. Man hat gesehen, dass versucht wurde, sie aufzuhebeln. Es war abgeschlossen, deswegen sind sie auch nicht reingekommen. Und die Nachbarin guckt da gerade raus, ne? Die hat mit ihm gesprochen. Hallo. Das ist meine Frau, das ist nicht meine Nachbarin. Moin, hallo. Entschuldigung, mein Name ist Dasi, ich bin vom Polizeirevier. Es geht um einen Einbruch, den ich hier bearbeite. Kein Deutsch, wenig Deutsch. Durch Kinder, Said, ich habe durch Simper. Ja? Ja, Schule. Dann gehen wir nach oben. Okay, danke schön. Es ist leider so, dass in der Mehrzahl aller Fälle die Nachbarn keine Hinweise geben können, weil sie es nicht mitbekommen haben. Nichtsdestotrotz müssen wir es trotzdem versuchen. Weil es kann ja mal sein, dass wir dann einmal die Nachbarn erwischen und sagt, doch, ich habe da was gesehen, ich habe jemanden gesehen, der war um die Uhrzeit hier und ich kann ihn auch beschreiben, möglicherweise sogar wiedererkennen, das wäre natürlich dann ein guter Hinweis. Zuerst wollen wir uns einmal die Tür anschauen, an der mit einem Schraubenzieher versucht wurde einzubrechen. Einfache Schraubenzieher sind das allerliebste Werkzeug der Einbrecher. Wie war das für Sie, als Sie das gehört haben? Man hat halt Angst, wenn man die Wohnung verlässt für längere Zeit, dass doch irgendwas passiert. Das ist ein mulmiges Gefühl, man versucht das irgendwo nach hinten zu drängen. Mhm. Wer hat was gesehen? Wir versuchen es eine Treppe tiefer. Machen wir hier unten. Moin, hallo. Machen Sie keine Sorgen, nichts passiert. Ich bin vom Polizeirevier Leon, hätte Sie ganz gerne mal was gefragt. Ja. Bei Ihren Nachbarn oben ist eingebrochen oder ist versucht worden einzubauen. Nicht? Sie wohnen hier gar nicht? Nein. Okay. Ich auch nicht. Sie auch nicht? Sie wollen, sind nur zu Besuch hier? Ja. Genau. Okay. Die Klinge gibt's ja nicht, leider. Rein? Jupp. Hallo. 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 Kommen Sie gern durch. Wir wohnen gerade da. Ach so. Das trifft sich wunderbar. Ja. Ich bin vom Polizeirevier. Das ist mein Name. Ja. Und ich bearbeite den versuchten Einbruchdiebstahl bei Ihren Nachbarn vor ein paar Tagen. Ja, wir haben das entdeckt. Sie haben das entdeckt und dann der Polizei gemeldet? Ja, aber mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Von keinem Täter, keine verdächtige Person hier? Nur, dass mitten in der Nacht hier welche im Treppenhaus saßen am Rauchen. Ich suche jetzt eigentlich jemanden, der möglicherweise Hinweise geben kann auf Tatverdächtige. Ich kann Ihnen nicht bezüglichen Namen sagen. Timo. Im Ernst, den kenne ich. Ja. Ja, das ist der. Von wem wurde er denn gesehen? Mein Lieblingsgefährten. Der muss ich mit dem noch mal sprechen gleich. Da komme ich ja nicht drum rum. Wir müssen den klopfen, der ist drin. Ja, ich habe schon mal geklopft, Robert. Ja, der macht die Tür nicht auf. Nicht gerne, ne? Nee, weil hier im Haus Sachen um sich gehen, was nicht mehr witzig ist. Ja, moin. Moin. Kommst du mal eben? Das ist die Polizei, die möchte mit dir sprechen, weil du doch die Timo hier im Treppenhaus die Nacht gesehen hast, nachdem du oben eingebrochen wurde. Ja. Ja, dann saß er auf der Treppe mit einem.